Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Heute wird es richtig unangenehm. Wir sprechen über Kim und Tim, die uns eigentlich eine Zeit lang ja eine Romanze, wie ich fand, ähm, vorgestellt hat, die aber irgendwie. Puff, habt ihr es gehört? Im Wind zerrauscht es. Zumindest hat man nichts mehr mitbekommen. Und jetzt hat Tim einen. QA gepostet und sich auch ein bisschen dazu geäußert, wo ich die Katzenreporter Kotzen gehört habe, denn irgendwas ist doch gewaltig faul an dieser Sache. Dann habe ich für euch einen sehr interessanten Artikel aus Österreich. Da haben zwei bekannte TikTokerinnen über ihre Erfahrung mit 24 Tim gesprochen und wie er sich auf einem Event denen wohl gegenüber verhalten hat. Zwei sehr, sehr interessante Themen, die für die Berichterstattung doch vielleicht äh, sehr interessant sein könnte. Das heute in meinem Video. Und wenn ihr jetzt sagt: Mensch, Danny, vielen herzlichen Dank, dass du an diesem Thema dran geblieben bist, vielleicht sogar das ein oder andere aufgedeckt hast, dann fühle ich herzlich eingeladen, durch unserer mittelgroßen Trash-Familie anzuschließen. Es fehlen nicht mehr viele und wir haben es geschafft. 30.500. Dankeschön für das Teilen dieser Videos, meine Lieben. Gut, wir fangen zuerst mit dem kurzen Artikel aus Österreich an. Dann schauen wir in das kurze QA von Tim, um uns eine Meinung zu bilden. Und zwar ist das äh, dieser Artikel unangenehm, Anschuldigungen gegen 24 Tim. Die beiden TikTokerinnen Kim und Stachel melden sich in einem Talk öffentlich gegen Dschungelstar 24 Tim. Sein Verhalten wäre unpassend gewesen. Zitat Ende. Ähm, es ist nicht unsere Kim. Ja, das sage ich gleich mit dazu. Stachel und Kim sind nicht, ist, also sind zwei neue Leute in diesem ganzen ähm, Zirkus, hätte ich es ja schon fast genannt, in diesem ganzen neuen Ereignis, die sich jetzt äh, zumindest zu, Tim geäußert haben. Die TikTokerinnen Kim und Stachel ließen sich in ihrem Podcast Alpha Females über Content Creator 24 Tim aus. Beide hatten ein ähnliches unangenehmes Treffen mit dem Ex-Dschungelcamper. In der Folge packt zuerst Stachel über ihr Aufeinandertreffen mit 24 Tim aus. Sie war einmal im selben Club, wie er feiern. Ich ging zu ihm hin und meinte, hi, na, wie geht's? Und er meinte zu mir, keine Ahnung, wer du bist, so die TikTokerin mit fast einer Million Followern. Zitat Ende. Das ist natürlich jetzt hier äh, schon ganz schön unhöflich, ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite werden einige sagen, na ja gut, wenn Tim sie nicht kannte, warum soll er sie begrüßen? Aber es geht ja noch weiter. Stachel, die sich ziemlich sicher ist, dass Tim sie durch einen gemeinsamen Kollegen schon einmal gesehen habe, stellte sich daraufhin bei ihm vor. Der Sänger beharrte darauf, sie nicht zu kennen. Das war so eine unangenehme Situation, meinte sie im Podcast. Sie habe ihm dann angeboten, einen Drink zu holen. Tims Reaktion darauf laut Stachel, nee danke, ich kann das selber zahlen. Zitat Ende. Also hier merkt man... Wie ich finde, anhand dieser Beobachtung mit dem Treffen mit 24 Tim, dass hier schon so eine gewisse Abgehobenheit da ist, obwohl man ja eigentlich immer in der Öffentlichkeit so ein bisschen einen anderen Weg gegangen ist und eigentlich immer sich so nahbar gezeigt hat. Ich finde hier diese Nahbarkeit allerdings nicht sichtbar. Wir lesen mal weiter. Tim beleidigte Stachel an Geburtstagsparty. Bei einer Geburtstagsparty liefen sich die beiden dann erneut über den Weg. Stachel konfrontierte Tim. Ich meinte zu ihm, na, kennst du mich noch? Und er sagte, ja klar, du bist doch Stachel. Zur Versöhnung kam es aber nicht direkt. Der Reality Star nannte sie daraufhin nämlich eine, F eine ein, 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 ein böses Wort, weil sie ihm nicht zurückfolgte. Auch Kim hatte eine komische Begegnung mit Tim. Ich war 2023 auf seiner Gönnji-Release-Party. Wir haben uns dort kennengelernt und miteinander geredet, erzählt sie. An derselben Geburtstagsparty, an der Tim Stachel eine F nannte. Meinte er dann zu Kim aus dem Nichts, wer bist du? Kim und Stachel sind überzeugt, dass er das extra mache. Er will zeigen, dass er der Krasseste ist, meinte Kim. Die beiden Gürtz hätten die Sache mit ihm an der Party aber klären können. Stachel meinte, dass sie das Kriegsball begraben haben, als sie ihm zurückfolgte. Und Kim erzählte, dass er im Verlauf des Abends dann doch noch gescheckt habe, wer sie sei. Zitat Ende. Also ein kleiner ein kleiner Zeugenbericht, wie das wohl mit Tim war, als sie auf ein getroffen sind. Jetzt ist das natürlich erstmal eine Randinformation, die wir aber vielleicht trotzdem einfangen, denn es hat gereicht, dass zwei große TikTokerinnen, ja, mit einer großen Reichweite darüber sprechen, in ihrem Podcast, die österreichische Zeitung darauf aufspringt und das lässt natürlich, und das ist mir mal ganz, ganz wichtig, dass man natürlich auch ein bisschen hinter diesen Fassaden mal vorbeischaut, die uns ja gezeigt werden. Und jetzt ist natürlich Folgendes passiert, ich habe es gerade schon angekündigt, wir erinnern uns zurück an dieses ganze Liebesthema, Kim, Tim, die ganzen Romanze. Man hat uns im Glauben gelassen, so hatte ich das Gefühl, hier wird etwas ganz groß inszeniert, vielleicht auch ein bisschen um diese Besessenheit, mutmaßliche Besessenheit von Kim auf. Ähm, ähm, nach Mike äh, zu vergessen, ja, das war vielleicht die Absicht. Und Tims Interesse war, so glaube, glaube ich inzwischen, seine Interesse war es, nach dem Dschungelcamp eine gewisse Zeit lang weiter in den Schlagzeilen zu bleiben und das natürlich mit Kim, um denn dann diesen Sherry Sherry Lady Song von Dieter Bohlen und sich besser zu performen, zu promoten, weil er dann ja schon eine mediale Präsenz hat, die letztendlich ähm, nicht abgeflaut ist. Ihr versteht, was ich meine. So und jetzt dachte ich natürlich, okay, vielleicht bin ich ja in meiner Überlegung. Es ist ja nur eine Theorie, die ich habe. Es ist nur eine Theorie. Ähm, gibt es jetzt ein Q&A von Tim, was meine Theorie denn doch noch mal ein bisschen bestätigt? Denn natürlich, ist es ist auch euch aufgefallen und mir ist es auch aufgefallen, dass diese gemeinsamen Livestreams Treffen Bilder, dieses ganze für uns aufbereitete Liebesschauspiel mit einem Schlag beendet war, nämlich genau als das mit Sherry Sherry Lady und Dieter Bohlen losging. Eigentlich ab diesem Tag endete hier meine Berichterstattung und es passierte nichts mehr. Und das war schon ganz, ganz interessant, dass natürlich aber viele Follower, die gar keine bösen Absichten haben, die aber an die große Liebe von Tim und Kim geglaubt haben, die sich darüber so gefreut haben, hier jetzt erstmal total verwundert sind, dass es gar keine großen Updates mehr gab. Und jetzt gab es ein Update, nämlich er wurde gefragt. <laughs> ihr alle habt gefragt mit, ähm, in einem Q&A. Und ich habe nur diese eine Frage für euch rausgeholt, weil diese Frage reicht völlig aus, um das Thema zu besprechen. Wieso sieht man dich und Kim nicht mehr? Und er beantwortet die Antwort oder äh, die Frage mit der Antwort ehrliche Antwort Fragezeichen. Das impliziert mir erstmal, wieso sind alle anderen seine Antworten nicht ehrlich? Aber gut, ehrliche Antwort, weil ich einfach nicht jeden meiner liebsten jeden Tag sehen kann. Weder zeitlich noch körperlich machbar. Ich finde es eh schon super schwierig, Beruf, Träume, Pläne und Freunde unter einen Hut zu bekommen. Glaube aber, dass ich das alles gut gemeistert bekomme. Mit Kim ist alles super. So, und da habe ich drüber nachgedacht. Beruf, Träume, Pläne, Freunde. Ja, wo ist denn das Thema Beziehung und Partnerschaft? Das, was uns ja äh, erzählt wurde, kategorisiert er jetzt äh, Kim in Beruf, Träume, Pläne, Freunde. Familie hat er ja bewusst nicht mit reingenommen. Aber so hört sich das für mich an. Ich sehe hier eigentlich eine ganz klare Klatsche gegen Kim, dass hier sie in eine Kategorie geschoben wurde, die gleichzusetzen ist wie Freunde. So, so ist mein Eindruck. Schreibt mir gerne, was euer Eindruck ist, wie bei dieser ganzen Geschichte. Aber normalerweise würde man doch diese Frage nicht so neutralisieren und runterspülen, wenn das seine Großliebe wäre, was uns ja so verkauft wurde. Diese Romanze mit den äh, Bildern und dem Geknutsche und dem Schwubilob und was da alles war. Wie viel Spaß sie doch miteinander hatten. Und denn dann in einem Q&A so abgestuft zu werden. Hier stimmt für mich etwas nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich bin wirklich über nur über diese eine Stickerfrage gestolpert. Also ich meine, ich stolper grundsätzlich über die Stickerfragen von 24 Tim. Aber hier bin ich denn gestolpert und hab, bin wirklich hingefallen und dachte mir, hä, da stimmt doch was nicht. Klar, sie haben nie gesagt, sie sind öffentlich ein Paar. Das wurde nie gesagt. Ist auch alles richtig. Allerdings glaube ich, dass man in einer Kennenlernphase denn doch ein bisschen, ein bisschen... Emotionaler und gefühlvoller eigentlich wäre. Das ist jetzt meine, meine Devise. Allerdings, was mich wundert ist, und das muss ich jetzt mit dazu sagen, wir wissen alle, wie Kim reagiert hat, als Mike sie so ein bisschen geghostet hat. Ja, Für alle Zuschauer, die nicht wissen, was Ghosten ist, das ist, wir treffen uns mal, haben ein bisschen Kontakt und dann melde ich mich von heute auf morgen einfach gar nicht mehr bei dir. Also ich bin wie ein Gespenst, ich habe dich geghostet. Und hier habe ich das, äh, den Eindruck, und das ist das, was mich einfach so wundert. Hier scheint ja irgendwie der Kontakt nicht mehr da zu sein. Ganz offensichtlich. Dass Kim aber hier nicht genau so ausflippt wie bei Mike, die auch in einer Kennenlernphase waren, das empfinde ich als sehr merkwürdig. Klar, auf der einen Seite kann man sagen, naja, weil vielleicht einfach Mike so böse und ungerecht zu Kim war. Oder aber hier scheint wirklich etwas uns vorgeführt zu worden, äh, worden zu sein was einfach nur eine riesengroße Marketinggeschichte war zu Cherry Sherry Lady, meine Lieben. Das ist das, was ich ja von Anfang an ein bisschen vermutet habe und das hat so ein bisschen meine Meinung bekräftigt. Ja, es ist einfach nur meine Meinung als Meinungsblogger. Da bleibe ich bei. Ich weiß es nicht besser. Ich kann nur das sagen, was ich vermute. Allerdings bin ich sehr, sehr gespannt, was denn nach dem ganzen Release von Cherry Sherry Lady und diesem aufgewärmten Song passieren wird. Weil Tim wird sich damit... Ähm, so wieder bei seinen Fans nicht beliebter gemacht haben. Da bin ich mir ganz sicher. Meine Lieben, das soll es erstmal gewesen sein mit unserem 11 Uhr-Update. Wir sehen uns aber heute nochmal wieder, natürlich um 14 Uhr mit weiteren Trash News. Es lohnt sich also hier dran zu bleiben und den Kanal zu abonnieren. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüss. Der Katzenreporter, der muss auch noch ein bisschen schlafen. Bis gleich.